So, dann mal hallo Leute und willkommen zum ersten Mal in diesem Jahr zum Vlog Nummer 1353. Ja, wird auch das einzige Mal in diesem Jahr sein, dass wir uns zum Vlog Nummer 1353 sehen. Aber ich hoffe, ihr habt es alle gut nach 2024 geschafft. Liegt nicht mehr besoffen irgendwo unterm Sofa und seid jetzt einigermaßen aufnahmebereit für eine kleine Runde absurdistanischen Irrsinn. Denn ihr sitze im Traktor, ich bin noch nicht zu Hause, wir sind also nicht im Studio. Wir machen jetzt eine kleine Nachrichtenübersicht der letzten paar Stunden und dann sehen wir uns zu späterer Stunde, also wahrscheinlich zu deutlich späterer Stunde, auch das erste Mal in diesem Jahr aus dem Studio wieder. Aber als allererstes ein frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Nacht und habt einigermaßen es krachen lassen, ohne ganze Städte in Schutt und Asche zu legen. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was denn in der Nacht so passiert ist und was es am ersten Tag des neuen Jahres so ein Irrsinn aus Absurdistan zu vermelden gibt. Und ja, ich habe mit meiner Tinte gekleckst. Das lag daran, dass ich ein bisschen, nicht gepennt habe beim Schreiben. Ich habe meine Feder blöde gehalten und dann habe ich das auf dem Sofa gerade eben geschrieben. Ich habe da also ein bisschen improvisiert, aber das soll uns nicht davon abhalten, uns jetzt am Mittag zu sehen. Eigentlich wollte ich mit euch gestern noch ein Late Night machen, aber na klar, wie gesagt, ich bin nicht zu Hause und da kam ich nicht unbedingt dazu, mich dann an Nachrichten zu setzen. Ist ja auch doof, ich kann ja bei der Silvesterfeier nicht sagen, ich gehe jetzt mal eben Nachrichten machen, das kommt ja ein bisschen bescheuert. Deshalb gibt es jetzt ein Mittagsfernsehen und zum weiteren Fahrplan, im wahrsten Sinne des Wortes dann nachher, gibt es eine Eilmeldung von unterwegs und heute zur Kernsendezeit angepeilt, setzen wir uns dann zum nächsten Flöckchen zusammen. Jetzt aber genug der Vorrede, legen wir los. Und zwar mit einem Blick zur Frankfurter Rundschau und dem Thema, was vermutlich die meisten von uns ziemlich interessiert, nämlich Berlinistan. Die gute Nachricht vorweg, Berlin steht noch. Also das ist jetzt gar nicht mal so selbstverständlich. Es ist aber tatsächlich so, dass man zu einem sehr, sehr hohen Preis es geschafft hat, die Stadt zu erhalten, könnte man sagen, wenn man das erhalten nennen möchte. Es ist auf jeden Fall noch nicht in Schutt und Asche gelegt. Wir schauen aber erstmal zum Bericht in der Frankfurter Rundschau. Der erzählt nämlich, dass die befürchteten Silvesterkrawalle, dass die ausgeblieben sind. Und ich habe im Laufe der Nacht immer mal wieder ein wenig quer gelesen bei Twitter, das heißt ja mittlerweile auf Neudeutsch X, und habe mir da mal so angeschaut, ja, was wird denn da von der Polizei getwittert? Teilweise der größte Nonsens, also weiß nicht, welcher Praktikant das geschrieben hat, aber okay. Und dann habe ich auch geschaut, was wird denn beispielsweise von News so berichtet, die ganze Zeit in Berlin unterwegs waren. Und irgendwie ist mir da aufgefallen, naja, also ja, es gab jetzt keine Sprengung vom Brandenburger Tor, ist soweit richtig. Und ja, es gab auch nur eine klitzekleine Massenschlägerei mit 500 Leuten am Alexanderplatz, die sich da beschossen haben. Und es wurden auch nur ein paar Polizei- und Sicherheitskräfte attackiert und Feuerwehrautos beschossen und nur wenige brennende Barrikaden errichtet, unter anderem irgendwelche Elektroroller gestapelt und mitten auf der Straße angezündet, mehrere Fahrzeuge angefackelt. Es gab natürlich auch Brände, die sind, durch Unachtsamkeit entstanden. Wohnungsbrände, die fallen jetzt nicht mit unter, sagen wir mal, vorsätzliches Geschehen. Ich bezweifle, dass jemand mit Absicht seinen Balkon abbrennt. Aber alles, was so im Vorfeld befürchtet wurde, das hat in sehr, sehr geringer Anzahl stattgefunden. Also nur 500 Leute, die sich beschießen und nur ein paar Feuerwehrautos, die attackiert wurden und nur ein paar Polizisten, die da mit Molotow-Cocktails beschmissen wurden. Naja, die Molotow-Cocktails hat man ja im Vorfeld schon dingfest gemacht. Die hat man ja sicherstellen können. Und nun jubelt man in der Presse, dass die befürchteten Krawalle, die wären ausgeblieben. Und auf Twitter ging es rum, da haben sich irgendwelche Leute ja fast schon dafür gebauchpinselt, einen von der Palme gewedelt. Es gibt ja gar keine Ausschreitungen. Die bösen Rechten erfinden das alles. Ach so. Also ehrlich gesagt gibt es da diverse Videos in sozialen Netzwerken, die durchaus anderes vermuten lassen, unter anderem von dieser Ausschreitung am Alexanderplatz. Es gab auch nur 300 Festnahmen, genau DJ. Und jetzt kommen wir, es ist zwar das erste große Tagesthema schon, aber jetzt gucken wir uns mal den Videotitel an. Ich habe da nicht umsonst die Frage aufgeworfen, aber zu welchem Preis? Denn in der Stadt Berlin waren tausende Polizisten zugegen, Räumpanzer, Wasserwerfer, Straßenzüge waren besser gesichert als EU-Außengrenzen, wurden nur Anwohner reingelassen und die bis auf die Unterhose gefilzt. Also wirklich Bilder, die auch aus Nordkorea hätten stammen können. Könnt ihr ja alles in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag B3112 ziemlich gut nachvollziehen. Und da dann zu erzählen oder sich darüber zu freuen, dass ja gar nichts Größeres passiert ist. Also es tut mir leid, die Stadt war ein Hochsicherheitstrakt. Ist das der Zustand, mit dem man leben möchte? Ist das eine freie Gesellschaft, wo man, um von einer Querstraße zur nächsten zu spazieren in der eigenen Nachbarschaft, wo man sich da bis auf die Socken erstmal bekrapschen lassen muss von der Polizei, um sicherzustellen, dass man da nicht irgendwelches Feuerwerk schmuggelt. Also
es tut mir leid, aber irgendwie finde ich das hochgradig bedenklich. Und sich da dann auch medial drüber zu freuen, dass es ja nur 300 Festnahmen gegeben hätte und die großen Krawalle, die große Katastrophe ausgeblieben wäre. Ja, weil die gesamte Stadt de facto ein Freiluftgefängnis war, vielleicht deswegen. Und ausgeblieben ist es trotzdem nicht. Trotz dieser exorbitant hohen Sicherheitsvorkehrungen, wenn man das so nennen möchte. Also Silvesterfeiern im Streichelzoo praktisch. Betreutes Feiern. Trotz dieser exorbitant hohen, naja, was aufgefahren wurde, Aufwände. 300 Festnahmen und 500 Leute am Alexanderplatz, die sich mit Pyrotechnik beschießen. Die Böller-Verbotszonen waren de facto, naja, maximal Placebo, das Schild. Also da hat sich keine Sau für interessiert. Und das könnte alles ganz wundervoll mit diversem Videomaterial nachvollziehen. Ist nicht nur ein Video, es ist nicht nur Nios, die da waren, Weichreiter war da unterwegs. Also wirklich ganz, ganz viele haben da Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Und es ist korrekt, dass es die ganz, ganz großen Massenschlägereien mit tausenden Beteiligten und irgendwelchen Terroristen, die sich damit einschmuggeln, die hat es zum Glück nicht gegeben. Aber zu einem Preis, bei dem ich nicht weiß, ob eine Gesellschaft den bezahlen möchte. Wenn das der Normalzustand sein soll, dass Nachbarschaften abgeriegelt werden, Polizei aufmarschieren gelassen wird, wo es aussieht wie bei den Siedlern, wenn man da das Militär losschickt, um die Nachbarstaaten zu überfallen. Also irgendwie finde ich das nicht ganz so idyllisch, um ins neue Jahr reinzufeiern. Aber hey, man freut sich nun darüber, dass ja gar nichts weiter passiert ist. Na, Glückwunsch. Also es ist doch wirklich erbärmlich. Es ist ein absolutes Trauerspiel. Die Bilder, die ich gesehen habe, so im Laufe der Nacht, haben mich auch so ein bisschen ans Imperium erinnert. Da sind da die vermummten Polizisten da irgendwie über die Häuser, Terrassen gerannt und sind da, naja, wurden da beschossen währenddessen. Also es sah schon sehr nach irgendeinem Endzeitfilm aus. Und die Kosten, Mike, genau, die wollte ich auch noch erwähnen. Gut, dass du mich daran erinnerst, hätte ich jetzt ansonsten vergessen, was das kostet. Na, das wird auch erst in einigen Tagen, Wochen oder Monaten bekannt sein. Denn so 4000 Polizisten, die leben ja nicht von Luft und Liebe. Und Räumpanzer und Wasserwerfer, die sie herangeschafft haben, das kostet alles Unsummen. Spürhunde hatten sie, Helikopter im Einsatz. Also wirklich wie in irgendeinem Krieg. Und das alles nur, um zu gewährleisten, dass in Berlinistan auch am 1. Januar noch ein paar Häuser stehen. Na, vielen Dank auch. Und sich darüber dann zu freuen, na gut. Da hat man eine merkwürdige Definition von einer friedlichen Nacht. Jetzt lassen wir Berlinistan aber Berlinistan sein. Ihr seht, es waren nur wenige brennende Blockaden und Angriffen zu verzeichnen. Das wäre eine Erfolgsgeschichte. Gucken wir uns jetzt was anderes an. Das führt uns nochmal nach Köln. Ein kleines Update zu einer Thematik, die wir jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir die schon besprochen haben, aber die Posse rund um den Kölner Dom und die Terrorwarnung, die ist ja allgegenwärtig. Passt traurigerweise ziemlich gut zur Sicherheitslage in dem Land. Der WDR oder WDR aktuell teilt nun mit, dass die Terrorwarnung in Köln nach wie vor aktuell ist und dass man weitere 3 Verdächtige dingfest gemacht hat. Man hat wohl rund um diesen mutmaßlichen tadschikischen Terroristen noch 3 andere da hops genommen, die offenbar in einer Tiefgarage wurde durchsucht. Da wurde nach Sprengstoff Ausschau gehalten und nach irgendwelchen Fahrzeugen. Und da will man nun herausgefunden haben, dass die alle zusammen ein Ableger vom IS sind, also mehr so international aufgestellt. Und sie haben wohl den Vorsatz, oder sie hätten wohl den Vorsatz, einen Anschlag mit einem Auto zu begehen. Also das, ehrlich gesagt, halte ich für eine ziemlich kuriose Meldung. Denn, liebes WDR, was wollen Sie mit dem Auto machen? Das ist auch in der Nacht auf Discord schon aufgeworfen worden, die Frage mit dem PKW gegen die Dommauer fahren oder was? Also ja, gibt einen Sachschaden, die Karre ist danach Schrott und der Dom muss sicherlich auch ein bisschen von den Fresken her repariert werden. Aber das ist doch Quatsch. Also halte ich für ziemlichen Nonsens, dass da ein IS-Ableger mit dem Auto gegen den Dom fahren will. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man da auf der Domplatte in Menschenmengen rasen wollte. Okay, das kann ja soweit sein. Aber ich denke, da hängt noch ein bisschen mehr hinten dran, denn eine international aufgestellte Terrorgruppe mit einem Ableger in Spanien, wo sie Leute festgenommen haben, in Österreich, wo sie Leute festgenommen haben, jetzt im Saarland, in Köln, also dass die so in Anführungszeichen stümperhaft sind, dass die da nur banal, will ich es mal sagen, mit einem frei zugänglichen PKW da irgendwie Leute attackieren wollen. Also ich fürchte, da hängt noch ein bisschen mehr hinten mit dran, was erst dann im Laufe der nächsten Tage, Wochen und Monate mit Glück noch rauskommt. Denn ansonsten braucht man die solche Strukturen, denke ich. Das kann jeder ein bisschen verstrahlter Einzeltäter. Aber warten wir es ab, wie es damit weitergeht. Die neuen Meldungen sind da nun zumindest, die Tiefgarage wurde durchsucht und man hat nun die Erkenntnis, sie wollten mit einem Fahrzeugenanschlag begehen. Und warum gehe ich von dem PKW aus? Naja, in Tiefgaragen passen selten andere Sachen rein. Also deswegen, mit dem Laster kommst du da normalerweise nicht rein. Und wenn man da eine Tiefgarage durchsucht, dann deutet das eher darauf hin, dass man da eventuell nach einem kleineren Fahrzeug Ausschau hält.
Aber das wird uns sicherlich noch einige Wochen begleiten im neuen Jahr. Und jetzt gucken wir uns die nächste Meldung an, die uns nach Södestan führt. Da geht es nicht mehr um Silvester. Wir wechseln jetzt mal die Rubrik des Themas und gucken zu einem Bericht vom Tagesspiegel. Tagesspiegel, ja. Tageslügel und Spiegel gemischt. Wo sich Sidolfus nochmal zu Wort gemeldet hat, der ja in den letzten Tagen auch häufiger mal auf dem Themenzettel stand. Und auch so heute zum 1. Januar. Gut, die Meldung ist auch gestern schon kursiert, ist jetzt nicht unbedingt auf 2024 bezogen. Aber der sich auch nochmal zu Wort gemeldet hat zum ausgehenden letzten Jahr. Sidolfus hat nämlich verlauten lassen, dass es ein Fehler gewesen wäre, aus heutiger Sicht die Wehrpflicht auszusetzen. Er springt dem Pistorius mit zu Hilfe. Der ist ja ziemlich separiert in der SPD. Der hat kaum Rückhalt in seiner eigenen Partei und irgendwie hat da keiner so richtig Bock auf eine neue Wehrpflicht. Könnte ich mir auch vorstellen. Callcenter Kevin wäre sonst im Zweifel vielleicht auch mit betroffen. Dass sie das nicht so lustig finden, ja, das wundert mich überhaupt nicht. Nun kommt aber Sidolfus und möchte eine neue Wehrpflicht von mindestens 7 Monaten haben. Denn die Sicherheitslage hätte sich ja geändert. Man wäre ja damals davon ausgegangen, dass in Europa keine Gefahr drohe und deswegen hätte man es ausgesetzt. Und jetzt wäre das anders. Also Sidolfus, erstens, es droht in Europa nach wie vor keine Gefahr. Absurdistan mischt sich gerade in einen Konflikt ein, der uns nichts angeht, der mit Europa nichts zu schaffen hat. Es ist ein Konflikt zwischen Vorderenskistan und Russland. Keins dieser Länder gehört zur Europäischen Union oder zur NATO und das sollte eigentlich auch so bleiben. Aber man kann sich ja Hals über Kopf in fremde Konflikte werfen und dann behaupten, die Sicherheitslage erfordert es, dass wir Leute dazu zwingen, irgendwelche Sachen für uns zu machen. Also man hat sich damals dafür entschieden, die Bundeswehr zu professionalisieren als Berufsarmee. Also mehr Qualität statt Quantität. Das hatte den Sinn, dass man gesehen hat, so mit der Gießkanne, ein paar Monate jedem mal zeigen, wie man mit einem G36 schießt, das ist irgendwie, nicht wirklich, hat man nicht viel von. Deswegen hat man es damals abgeschafft. Und wegen Bedenken aufgrund diverser Grundrechte, denn so ein Zwang, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht möchte. Ob man das nun ideologisch ablehnt oder einfach aus Zeitgründen, weil man mit der Lebenszeit was anderes anfangen möchte, ist es hochgradig fragwürdig, ob das überhaupt zu rechtfertigen ist, in einem angeblich freien Land Leute zu etwas zu zwingen, was sie für sich aus welchen Gründen auch immer ablehnen. Und damals, 2011, hat man es dann ausgesetzt. Abschaffen wäre ein bisschen schwierig, aber man hat es ausgesetzt. Und nun möchte Sidolfus, genau wie Pistorius, es offensichtlich gern wieder in Betrieb nehmen. Aber so richtig, wie das aussehen soll, das weiß er noch nicht. Ist aber schon festgestellt worden, dass es, was die CDU ja angeregt hat mit einem allgemeinen Arbeitszwang für junge Leute, dass das ein bisschen schwieriger aussieht. Also die angepriesene allgemeine Dienstpflicht, die wird wohl grundgesetztechnisch nicht so gut gehen, denn junge Leute zu Sklavendiensten verdonnern, weil man die Wirtschaft kaputt gemacht hat und niemanden mehr findet, der in den Branchen arbeiten will. Naja, das kann nicht die Lösung des Fachkräftemangels sein. Ist aber nicht die einzige Sidolfsche Forderung. Er hat noch was anderes gefunden, wo er Lust drauf hätte. Er fordert nämlich weiterhin eine Drohnenarmee. Richtig gelesen. Also offensichtlich ein bisschen zu viel Star Wars geschaut, lieber Sidolfus. Er möchte nun 100.000 Drohnen für die Bundeswehr haben. Was das kostet, ist jetzt noch nicht genauer überliefert, aber er ist der Meinung, die Bundeswehr müsste sich ja moderner aufstellen, müsste ja besser ausgestattet werden. Ja, das stimmt soweit, da muss wirklich eine vernünftige Ausstattung her, da muss auch eine ordentliche Qualität gewährleistet werden können für die Berufssoldaten. Kann nicht sein, dass da mit irgendeinem Schund gearbeitet werden muss. Natürlich muss eine Armee verteidigungsfähig sein, da müssen wir nicht drüber reden, das ist der Sinn einer Armee. Aber 100.000 Drohnen, das erinnert mich jetzt leicht an den Sidolfschen Raumhafen, den er haben wollte. Habt ihr das noch auf dem Schirm? Sidolfus wollte einen Raumhafen für Absurdistan. Wir bräuchten ja hier einen Raumhafen, damit wir in der Raumfahrt nicht abgehängt werden. Also die wirklich relevanten Akteure in der Raumfahrt, die starten weiterhin. Oh Gott, ich vergesse jedes Mal, wie das heißt. Vom Baikonur ist es, glaube ich, vom Raumhafen oder eben aus Amerika. Die werden wohl kaum von einem kleinen Schiffchen, was in der Nordsee rumschippert, ihre Raketen hochschießen. Das ist auch planungstechnisch ein bisschen schwierig, denn naja, es ist halt deutlich anfälliger auf dem Wasser, der Raumhafen, als wenn man da so eine feste Einrichtung in einer ganz anderen Größenordnung hat. Er kann Sidolfus jetzt für Millionen sich da einen Raumhafen hinstellen. Also das Einzige, was da vielleicht mal hochgeschossen werden könnte, sind kleine Satelliten von irgendwelchen Privatfirmen, aber viel mehr wird es da an Aufträgen nicht geben. Die große Raumfahrtforschung, die ist eben seit Jahrzehnten auf zwei Teile der Welt ziemlich eingefahren und daran wird sich, also das wird so auch nicht aufzulösen sein, wenn Absurdistan sich jetzt ein Schiff in die Nordsee stellen will, um Raketen abzuschießen. Also fürs Weltall. Naja, nun nach dem Sidolfschen Raumhafen also auch noch die Forderung, dass man eine Drohnenarmee brauche.
Also ich frage mich immer mehr, was hat denn der geraucht? Zu viel an der Feuerwerksbatterie geschnüffelt? Also von allen Sachen, die die Bundeswehr braucht, ist, denke ich, eine Drohnenarmee die allerletzte. Aber okay, man möchte damit ja auf die neue Bedrohungslage reagieren. Man hat es nicht mehr geschafft, einen Haushalt für 2024 zu bewerkstelligen. Also das Land ist de facto pleite, so richtig abgebrannt. Und Südolfes will eine Drohnenarmee. So. Wenn die Bevölkerung kein Brot hat, soll sie doch Kuchen fressen, nicht wahr? Her mit der Drohnenarmee, am besten vorvorgestern. Naja, wenn diese Meldung nicht schon gestern kursiert wäre, die Drohnenarmee-Forderung ist ja auch schon, hat er ja schon ein paar Mal wiederholt, dann könnte man meinen, da hat er vielleicht doch zum Jahreswechsel zu tief ins Glas geguckt. Wobei das eine schließt das andere nicht aus, nicht wahr? Warten wir es ab, wie es damit nun weitergeht. Er will auch neue Kasernen bauen. Ja, wie wäre es denn, wenn man die, die man hat, vernünftig ausstatten und modernisieren würde, damit die eben nicht von vor 50 Jahren weggegammelt sind? Also da muss man doch keine neuen Kasernen bauen. Man hat doch einen entsprechenden Bestand an Militärgebäuden. Ja Gott, dann sorgt dafür, dass der wieder vernünftig funktionsbereit ist. Aber eine Forderung nach Drohnen und einem Zwang, dass man gefälligst gegen die Russen marschieren soll, das ist dann wahrscheinlich die nächste Forderung, das hat er jetzt noch nicht gefordert, er will ja erstmal nur eine Wehrpflicht haben. Das bringt natürlich mehr Schlagzeile, das lässt sich dann medial besser verkaufen, um dann vielleicht für den Wahlkampf schon ein bisschen sich in Stellung zu bringen und eventuell auch, um dann doch als Kanzlerinnenkandidat in Frage zu kommen, denn offiziell erzählt man ja aktuell, der Merz wird wohl der CDU-Kanzlerkandidat werden. Aber ob das nun wirklich so ist, das können wir dann im Herbst besprechen, denn erst dann wird es offiziell verlautbaren gelassen. Momentan heißt es ja so, zumindest der Merz, dass der Südolfus und er sich so gut verstehen würden und die hätten das ja mehr oder weniger, also das ist ja praktisch, da hat der Kretschmer ja geplaudert, das würde ja eigentlich schon feststehen, wer Kanzlerkandidat wird. Naja, aber ob Südolfus das wirklich so gut findet? Also das ist ja bisher mehr so die Sicht vom Merz, dass er da aus seiner Sicht sich angeblich mit ihm geeinigt haben will oder dass man sich nicht überwerfen will, vielmehr so rum. Ja, vielleicht sieht Südolfus das anders. Vielleicht macht Südolfus mehr so gute Miene zum bösen Spiel nach dem Motto, ja, nach außen hin werde ich erstmal nicht widersprechen, aber eigentlich würde ich schon gern selber Kanzlerette werden und will nicht, dass der Merz das macht und möglicherweise versucht er nun so im Hintergrund, sich da in eine günstige Position zu bringen, damit er dann als Kanzlerette in Erscheinung treten kann oder als Kanzlerettenkandidat für die CDU. Den Merz also so hinterm Vorhang hin nicht überholen, sondern da so dagegen arbeiten. Also sich Schlagzeilen verschaffen, sich ins Gespräch bringen, sich wichtig machen, damit man dann anschließend, wenn offiziell die Kanzlerkandidatur bekannt gegeben werden soll, damit man dann sagen kann, ja, wäre es nicht doch besser, wenn ich das mache, lieber Merz hier. Aber da dauert es noch ein paar Monate, bis es da ganz offizielle Erkenntnisse zugibt, auch wenn es natürlich im Vorfeld sicherlich schon im Hinterzimmer ausgekaspert wurde. Gucken wir uns aber jetzt was anderes zum Thema Parteien an, nämlich in die Richtung gehend, das zweite große Tagesthema. Und da haben wir einige Zahlen. Da muss ich jetzt ein bisschen was vorlesen, weil die habe ich mir nicht alle gemerkt. Es geht nämlich einmal mehr um die Parteienfinanzierung. Und vor einigen Monaten hatten wir ja darüber gesprochen, dass die im Jahr 2022 mehr so überschaubar ausgefallen ist. Die Quelle dafür ist übrigens NTV, wenn ihr es nachlesen möchtet. Aber gucken wir uns erstmal an, was denn nun der Inhalt dieser Nachricht ist. Denn 2022 gab es knapp 1 Million an Parteienspenden. Da hat irgendwie keiner so richtig Lust gehabt, Geld springen zu lassen für Hampel und Co. Kann man nachvollziehen. Nun, 2023 wird berichtet, dass sich die Parteispenden mehr als verdoppelt haben im Jahr 2023. Statt der etwa 1 Million von 22 kommen alle Parteien gemeinsam nun auf knappe 3 Millionen an Spenden. Aufgeführt sind unter anderem die separaten Großspenden, aber auch dann noch so ein bisschen der kleinere Kram. Und der Sieger, oder die, wo der Rubel am stärksten gerollt ist, das war die CSU mit einer Einzelspende in Höhe von 565.000 Euro. Die kam wohl vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Also es ist spannend, dass sich die Industrie in Södestan es offensichtlich noch leisten kann. Das scheint euch ja dann doch noch nicht ganz so schlecht zu gehen, wenn man noch 500.000 an irgendwelche Politiker verschenken kann, die übrigens auch von Steuergeldern finanziert werden, könnte man sich also sparen. Ja, die erzählen natürlich immer, wie wichtig das für ihre Finanzierung wäre. Ja, aber irgendwie, da schafft die Industrie sich selber ab, also bezahlt Geld für ihre eigene Abschaffung. Denn wenn sie der Meinung sind, dass die CDU oder CSU tatsächlich ihre Interessen vertritt, ja, da habe ich
doch meine Bedenken dran, denn da ist man ja eher so auf dem Trip, man will so den grünen 2.0 werden, die heilige Gretel und die Transformation der Wirtschaft. Sicher, vielleicht switcht man wieder um, wenn die öffentliche Wahrnehmung sich erstmal endgültig gedreht hat. Ist ja, was heißt kurz davor, eigentlich hat sie sich schon gedreht, die haben das abgemeldet. Vielleicht wird die CDU und CSU dann ja doch wieder zur CDU und CSU und dann vertritt man wieder sinnvolle Dinge in der Wirtschaftspolitik. Also man sorgt dafür, dass eben die Wirtschaft nicht vor die Hunde geht, was die Ampel ja etwas andersrum handhabt. Kann durchaus sein. Aber in den letzten Jahren war die CSU da auch kein Kind von schlechten Eltern, was eine Blockade der Wirtschaft angeht. Ich sage nur Zombie-Irrsinn. Unternehmen wurden daran gehindert, ihnen wurde verboten, unter Androhung von horrenden Strafen zu arbeiten. Von eben jener CSU in Sudetan, wegen Zombie. Und jetzt plötzlich spendet man eben jener CSU, die in 3 Jahren Zombie-Irrsinn, einen ordentlichen Knüppel zwischen die ja, Maschinen der Industrie geschmissen hat. Jetzt spendet man denen über eine halbe Million. Ja, kann man mal machen, wenn man ein bisschen masochistisch veranlagt ist, aber ob das so zielführend ist, das muss jeder für sich jetzt entscheiden. Aber die CSU ist nicht die einzige Partei, die eine große Spende eingefahren hat. Bei der CDU lief es auch nicht ganz so schlecht. Die haben 500.000 bekommen. Also als Einzelspender kommen ja noch die kleineren Beträge obendrauf. Bei der AfD, die liegen an dritter Stelle bei den Großspenden, sind es 265.000, die eingegangen sind. Und dann haben wir noch ein paar Zahlen von anderen Parteien, jetzt allerdings eher so in Summe. Da war es dann mit den ganz, ganz großen Einzelbeträgen nicht so. Aber in Summe ist es bei der FDP immerhin noch mit 307.000 Euro. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Die SPD kommt auf 255.000. Die Grünlinge auf 251.000. Ich weiß nicht, wer so beknackt ist, die Grünlinge zu finanzieren. Aber bitte, schafft euch halt selber ab. Dann gibt es noch Volt. Die treten zwar jetzt nur für die EU-Wahl in Erscheinung. Die sind gar nicht mal so wichtig, aber hat ihnen immerhin 250.000 Euro eingebracht. Und dann haben wir noch einen Sonderfall, den Südschleswigschen Wählerverband. Die sind eigentlich nur in Norddeutschland relevant, werden auch interessanterweise vom dänischen Kulturministerium finanziert. Also ganz, ganz krude Nummer, weil sie eine Minderheit vertreten. Und die bekommen da wohl vierteljährliche Zahlungen der dänischen Regierung, könnte man so sagen, weil Kulturministerium gehört ja mit dazu. Und dieser kleine Südschleswigsche Wählerverband, der hat bekommen 526.000 Euro in einem Jahr. Ja, gut. Also eigentlich ziemlich merkwürdig, wenn ein fremdes Land direkt eine Partei im Nachbarland bezahlt. Einflussnahme und sowas. Aber das scheint ja völlig in Ordnung zu sein. Das winkt man ja so durch. Das wäre ja ein Sonderfall. So ein Sonderfall ist das. Ja, was meint ihr denn, was abgehen würde, wenn beispielsweise die russische Regierung hierzulande eine Partei finanzieren würde? Das wäre aber dann kein Sonderfall. Und hier gibt es auch eine russische Minderheit in diesem Land. Oder wenn, keine Ahnung. Gibt es ja diverse Beispiele, was dann plötzlich ein großer, großer Skandal wäre. Aber wenn da um die 500.000 von der dänischen Regierung rüberfließen, dann geht das absolut klar. Weil die vertreten ja da die Minderheit. Ja, und als nächstes kommt dann Papa Erdogan mit 500.000, finanziert eine Islamistenpartei. Und Putin kommt mit 500.000 und finanziert eine Russenpartei. Und das ist dann auch alles ein Sonderfall, oder wie? Also ist schon eine sehr komische Betrachtungsweise, wenn das eine okay ist, wenn die Dänen das bezahlen. Aber bei anderen Parteien ist es dann plötzlich ein großer Skandal und eine feindliche Einflussnahme. Also irgendwie Doppelmoral ahoi, oder? Naja, so viel erstmal zu den Summen. Die CSU hat in Summe übrigens 830.000 eingefahren. Lief also ziemlich gut, was das angeht. Offiziell ist es so, dass Einzelspenden ab 50.000 Euro bisher registriert werden mussten. Ab dem nächsten Jahr soll sich das auf 35.000 Euro senken. Allerdings gibt es auch Forderungen, dass es sinnvoll wäre, das bei deutlich kleineren Beträgen schon zumindest veröffentlichungspflichtig zu machen. Einfach aufgrund der Transparenz. Das aber will offensichtlich bisher kaum jemand aus der politischen Landschaft. Da scheint man schon mit Ach und Krach nur sich bereit erklären zu wollen, dass man Spenden ab 35.000 Euro veröffentlicht. Oh ja, das ist dann die große Reformierung von 50.000, die große Reform von 50.000 runter auf 35.000. Ja, und warum nicht bei 5.000 oder bei 1.000 oder bei 2.000? Also wäre, gut, bei 1.000 ist vielleicht kleiner jetzt. In der Dimension ein Kleckerbetrag, wenn es da um Millionen geht. Aber wenigstens 10.000 oder 5.000 wäre, denke ich, auch ein guter Betrag, oder? Wäre doch in Ordnung. Aber nee, man hat sich auf 35.000 mit Ach und Krach verständigt nach einem langen Rumgezerre. Ich habe es gerade in der Kommentarspalte schon gesehen, das erinnert mich an das Unternehmensdinner, genau.
Wir Unternehmer sollen doch bitte für die CDU 9.999 Euro spenden, damit sie die 10.000 irgendwo aufführen müssen. Kann man ja mal machen. Bleiben da denn noch irgendwelche offenen Fragen, was das für Leute sind? Eher weniger, oder? Wir haben aber noch eine kleine Meldung und dann kommen wir erstmal zum Ende. Soll ja nur ein kleines Flöckchen für zwischendurch sein. Danach muss ich dann zum Mittagessen eilen. Deswegen gucken wir uns noch eine Nachricht von der FAZ an. Da geht es auch um ein Thema, das haben wir letztes Jahr schon, weiß nicht wie oft, gehabt. Ist aber offensichtlich nach wie vor relevant, denn es hat sich der Vorsitzende der Bischofskonferenz zu Wort gemeldet. Der Bischof Betzing. Und dem fällt da was auf. Dem fällt was auf, was wir eigentlich alle schon wissen, aber was jetzt offensichtlich da auch angekommen ist. Der mahnt nämlich, dass die Mehrheit in diesem Land kaum noch religiös zu erreichen wäre. Bei beiden großen Kirchen, also religiös, ja, evangelisch und katholisch, laufen die Mitglieder weg. Bei den Katholischen denkt sogar jedes zweite noch Kirchenmitglied über den Austritt nach. Wir haben uns die Zahlen vom letzten Jahr angeschaut, das sind wirklich verheerende Kirchenaustritte schon zu verzeichnen. Man kann also sagen, denen laufen im wahrsten Sinne des Wortes die Gläubigen davon. Und nun fällt dem Bischof auf, oder nun sagt der Bischof, dass ja angeblich die Mehrheit religiös gar nicht mehr anzusprechen wäre. Das in dem Sinne wäre meiner Meinung nach sogar eine positive Meldung, wenn das denn so wäre. Ich habe aber meine Zweifel, dass das stimmt. Und er stellt die These auf, dass der, na gut, das ist keine These, das ist einfach erstmal nur eine Betrachtung, ihm fällt auf, dass der Mitgliederverlust rasant ist und die gesellschaftliche Bedeutung eben jener Kirchen immer stärker in den Hintergrund rückt. Also interessiert keine Sau mehr, könnte man sagen. Und dann stellt er die These auf, dass es einen gelebten Glauben außerhalb der Kirchen ja überhaupt nicht gibt. Der wäre ja quasi gar nicht existent. Denn es wird ja immer wieder gesagt, naja, die Leute laufen den Kirchen weg, weil in Kirchen de facto politische Propaganda, also Sprachrohr der Regierung, verbreitet wird mitunter. Ich sag nur Stichwort Endzeit, also Weltuntergang, und Stichwort illegale Schlepperei. Da haben sich die Kirchen ja zum Handlanger einer Regierung gemacht, die das forciert hat in einigen Fällen. Und dass dann die Gläubigen da nicht ganz so viel Bock drauf haben, sich das anzuhören, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn sie Ampelpropaganda hören wollen, gucken sie sich eine Rede von der Ampel an. Und wenn sie irgendwelche, naja, Murksel, wir haben ja Platzpropaganda hören wollen, dann gucken sie sich das an, was Murksel dazu raushaut. Also da braucht man keine Kirche für. Wer in eine Kirche geht, der will da eigentlich seinen Glauben ausleben und gemeinsam beten und da, naja, seine Religion zelebrieren. Der möchte aber nicht irgendwo politisch instrumentalisiert oder in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Das hat sich da rauszuhalten aus irgendwelchen religiösen Befindlichkeiten. Das hat man aber in dem Land anders gehandhabt. Man hat sich hingestellt und die Kirchen de facto zum verlängerten Arm, also zu einem Sprachrohr politischer Ideologien gemacht. Und dass dann die Leute weglaufen, das ist ganz klar. Und ich habe ja gerade gesagt, es wäre eigentlich eine positive Meldung, wenn sich die Leute von so einem religiösen Gedöns weniger beeinflussen lassen. Problem ist aber, das verlagert sich eher. Also zum einen gibt es das durchaus, dass dann im Privaten gemeinsam seine Religion gelebt wird, dass dann zusammen gebetet wird und so. Da gibt es immer mehr so, naja, kleinere Kreise, die das dann zelebrieren, auch so aus dem Esoterikbereich. Da haben wir die erste Verlagerung. Die Leute, die sind durchaus gläubig. Vielleicht jetzt nicht an das, was da die Kirche erzählt, aber an andere Sachen. Und die leben das eben doch aus. Finden sich zu kleinen Kreisen zusammen und haben dann ihre, wie auch immer man das nennen soll, Zusammenkünfte. Aber es gibt noch ein ganz anderes großes Problem. Denn das, was bisher die Kirchen abgefangen hat, also so dieses, was vorpredigen und dann können da alle mitlaufen, wenn sie es wollen. Und naja, was eben da so dazugehört zu einer Religion, das gibt es ja immer noch. Aber das nennt sich dann Endzeitsekte oder irgend so ein Pseudomist, der eben auch politisch in vielen Fällen forciert wird, der dann, naja, ziemlich bedenkliche Blüten treibt, wo sich dann hingestellt wird. Und früher ist man dann eben zu irgendeiner Kirchenprozession gegangen. War dann normal, dass da die Schulen an irgendwelchen Umzügen teilgenommen haben vor langer, langer Zeit. Und mittlerweile ist es eben so, dass man die Leute in anderer Sektengurusame treibt. Unter anderem eben der kirchliche Endzeitkult. Was ist denn das, wenn nichts anderes als eine Pseudoreligion? Man stellt sich hin und erzählt, wenn ihr genug CO2-Steuer zahlt, dann rettet ihr die Welt. Wenn ihr das macht, was da die heilige Gretel als Prophetin runterbetet oder irgendwelche ideologischen Gruppierungen, die sich da ins gemachte Nest oder auf sehr fruchtbaren Boden gesetzt haben, denn die haben da geschickt erkannt, dass man die Lücke, die entsprechende Kirchen hinterlassen, dass man die gut auffüllen kann. Weil es leider, das ist jetzt wirklich ein Problem und das ist seit vielen Jahrhunderten ein Problem, weil es leider immer noch sehr viele Menschen in dem Land gibt oder nicht nur in dem Land generell, auf der Welt viele Menschen gibt, die das irgendwie gerne mögen, dass ihnen da jemand vorsagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Also eins der Grundprobleme. So nach dem Motto, ja, man spielt so das Schäfchen und läuft einfach mit und muss nicht selber denken und muss da auch nicht irgendwie
naja, Verantwortung für das übernehmen, was man tut. Man kann ja, man macht ja einfach mit und man lädt die Verantwortung für seine eigenen Taten ab auf was anderes. Das funktioniert religiös ganz gut. Der liebe Gott hat aber gesagt, man ist ja, man betet ja brav und man macht einfach das, was da eben von der Kanzel erzählt wird. Das war früher sehr verbreitet und das funktioniert jetzt offensichtlich auch noch. Ja, man macht einfach mit und wenn die Gretel das sagt, dann ist das ja so und man ist ja der Gute. So das reine Gewissen, sich irgendwie profilieren zu wollen über was, was man selber gar nicht gemacht hat, sondern so im Sinne, man ist ja fromm, nicht wahr? Und das ist de facto eine Pseudoreligion geworden, wenn man sich die Berichterstattung der letzten Jahre anschaut. Wieder auf böse Umweltsäue geschimpft wird. Man selber würde ja mit dem Fahrrad fahren und man hat ja eine E-Gondel und man isst ja auch kein Fleisch. Man ist ja so der Übermensch. Das ist genau das Gleiche, was vor einigen Jahrhunderten noch in irgendwelchen Gotteshäusern zelebriert wurde. Man würde ja so und so oft am Tag beten und man geht ja auch immer zur Beichte. Es ist genau die gleiche Verhaltensweise. Ja, die Inhalte, die dahinter stehen, die haben sich geändert. Das ist richtig. Aber dieser Das Benehmen der Leute, das ist eins zu eins das Gleiche. Man will irgendjemanden, der einem sagt, was richtig und was falsch ist. Also ich verallgemeinere jetzt, das betrifft leider prozentual gesehen einen großen Teil der Bevölkerung. Da muss ich von euch jetzt nicht unbedingt jemand persönlich angesprochen fühlen. Aber es ist nun mal so, dass es gewisse Phänomene gibt, Massenpsychologie, die immer wieder funktioniert und offensichtlich auch dankbar aufgenommen wird. Warum funktioniert denn der NZ-Kult so gut? Weil die Leute es wollen. Die wollen sich moralisch überlegen fühlen, die wollen zu einer guten Gruppe gehören, die wollen die Tollen sein und deswegen laufen sie hinterher, weil das ist eben aktuell der neue geile Scheiß. Früher sind sie der Kirche nachgelaufen und da wollten sie eben der bravste Gläubige sein und in den Himmel kommen und so. Ja, und mittlerweile wollen sie eben, hat sich das Ganze ein bisschen verlagert, geht ja auch mehr so in einen etwas egomanischen Bereich an vielen Fällen. Man marschiert dann eben mit freitags und geht hüpfen, damit man ein schönes Instagram-Foto posten kann, wo man viele Likes drauf bekommt. Aber die Mechanismen im Hintergrund, die haben sich kaum geändert. Und ja, den Leuten laufen jetzt die Gläubigen weg, die früher in die Kirche gegangen sind. Unter anderem, es gibt ja diverse Gründe, aber unter anderem, um sich da eben sagen zu lassen, was richtig und was falsch ist, damit sie nicht selber drüber nachdenken müssen. Das hat sich jetzt hinentwickelt zu, ja, da gucken wir mal, was denn die Endzeitsekte so erzählt. Ob wir denn überhaupt noch, was weiß ich, ein Feuerwerk zünden dürfen oder ob das auch böse ist. Und dann gepaart mit einem Wahn, anderen Leuten ihr Leben vorschreiben zu wollen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das kriegen sie dann irgendwie komischerweise doch hin. Für ihre eigenen Sachen so wirklich drüber nachdenken, was sie tun und auch Eigenverantwortung übernehmen, ist doof. Aber anderen Leuten wollen sie schon vorschreiben, was sie zu tun haben. Das haben wir bei Zombie auch gut gesehen. Genauso eine Pseudoreligion hat man gedacht, man kann mit Maschendrahtzaun Fliegen abhalten, ist auf jeden losgegangen, der gesagt hat, naja Leute, also ein bisschen komisch ist das schon, nicht wahr? Das waren genau die gleichen Mechanismen wieder. Da sind sie auch irgendwelchen Gurus nachgelaufen. Professor Gammelahn und Konsorten. Und ein Tierarzt, der nicht hinterfragt werden durfte. Das ist all das, was sich früher mehr oder weniger auf mittlerweile harmlose Kirchen verlagert hatte. Mittlerweile sind die Kirchen weitestgehend harmlos, da ist nicht mehr viel. Früher sah das mal anders aus, da war da sehr, sehr viel Macht dahinter. Aber jetzt, ja gut, politische Macht haben sie mitunter immer noch, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass da irgendwie, nur weil die Kirche mal, weil der Bischof mal schief guckt, dass da irgendwie jemand auf dem Dorfplatz ausgepeitscht wird oder so. Das ist ja nun nicht mehr der Fall. Heißt also, wenn da die Leute gemütlich in irgendeiner Kirche sitzen und gemeinsam beten und sich da dann eben von Gut und Böse was erzählen lassen, dann schadet das in der Regel niemandem. Wenn da aber mittlerweile eher so Bestrebungen oder Entwicklungen einsetzen, dass besonders junge Leute in die Arme von irgendwelchen Extremisten getrieben werden, weil sie eben doch irgendwo diesen Halt einer Gemeinschaft haben wollen, was ja Kirchen auch geboten haben, was da auf der einen Seite weggebrochen ist, auf der anderen Seite jetzt künstlich hochgezogen wird von irgendwelchen strategisch gar nicht so dummen Leuten, die erkannt haben, wenn sie dann nur den Weltuntergangsguru spielen, dann können sie nicht nur abkassieren, dann können sie vor allem auch eine ganz, 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 ganz große Portion Macht bekommen. Dann finden sie ein willfähriges Klientel, was ihnen nachhächelt, ihnen da ja, die Füße ableckt, Luischen und Konsorten. Naja, das sind Sachen, die sind in den letzten Jahren leider erkannt worden und da haben sich dann diverse pseudo-religiöse Strukturen herausgebildet. Also lieber Bischof, ist es nicht so, dass grundsätzlich das religiöse Verhalten weniger geworden ist. Es hat sich nur verändert. Ja, natürlich ist es ein inhaltstechnischen Unterschied, ob man jetzt so einem 2000 Jahre alten Buch nachläuft oder eben die Welt geht unter und wir haben jetzt übermorgen, sind alle tot. Aber das grundsätzliche Verhalten der Leute, das hat sich gar nicht geändert. Und wenn die Kirchen die Bevölkerung wieder ansprechen würden, also nicht als politische Propaganda, sondern mit irgendwas, was dann aktuell den hip und cool genug ist, dann würden die Leute auch wieder reihenweise in die Kirche marschieren.
Aber die Inhalte einer Kirche, einer traditionellen Religion, die haben sich ein Stück weit totgelaufen, ist richtig. Und da haben die Kirchen keinen geringen Anteil dran. Und nun hat man eben die Misere, dass sich Pseudo-Sekten herausbilden, die dieses Vakuum auffüllen. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr Angehörige von anderen Religionen, nämlich der des ewigen Friedens in dem Land, die das todernst nehmen mit ihrem Zelebrieren des Glaubens. Also zu erzählen, lieber Bischof, dass die Religiosität immer weiter verloren geht, halte ich für völligen Unsinn. Traurigerweise, schön wär's. Aber er hat auch erkannt, dass Reformen in der Kirche nötig sind, um dieses Abwandern von Gläubigen, um das aufzuhalten. Ja, dann reformier mal die Kirche. Also die bisherigen Kirchenreformen haben ja erst dazu geführt, dass die Leute weglaufen. Wenn man sich andere Länder anschaut, besonders in Osteuropa, sieht das ganz, ganz anders aus. Da ist es durchaus völlig normal, dass da mehrfach pro Tag mitunter auch in die Kirche marschiert wird. Das finden die Leute da total, das gehört da einfach dazu. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber in den Ländern hat man erstaunlicherweise weniger Ersatzsekten, die hochkommen. Rumänien zum Beispiel, eines der religiösesten Länder in Europa. Ja, dann sollen sie doch an lieben Gott glauben. Es tut ihr erstmal nicht weh, aber dafür wird da nicht auf offener Straße permanent irgendjemand attackiert, weil er, was auch immer, das Kreuzchen bei der falschen Partei gemacht hat oder irgendwelche Eingriffe in Straßenverkehr, Stürmung von Flughäfen und sowas. Das gibt's da alles nicht. Ja, muss es auch nicht, weil da ist ja dieses Glaubensding, dieses Gemeinschaftsding, das füllt ja da die Kirche aus. Das heißt, die Leute, die sind da beschäftigt in diese Richtung. Da gibt es kein Vakuum, was es eben hier in westlicheren in Ländern Westeuropas gibt. Heißt also, wenn man den Leuten nicht das bietet, was sie gerne hätten, nämlich dieses, ich sag euch, was gut und böse ist und ihr müsst nur das machen, was ich euch erzähle. So scheiße das auch sein mag. Also so Massenkontrolle ist meiner Meinung nach immer kacke, aber es wird offenbar nachgefragt. Wenn man den Leuten das nicht mehr bietet, dann ist es offensichtlich leider nicht so, dass die Leute mitbekommen, ja, eigentlich brauchen wir das ja gar nicht, dass jemand anderes uns sagt, was gut und schlecht ist, kommen wir ja selber drauf. Dann ist es offensichtlich leider so, jetzt sagt uns die Kirche das nicht mehr? Ja gut, aber die NZ-Sekte sagt es mir ja. Gehen wir ja doch dahin. Und dann können wir uns auch noch cool fühlen dabei. Und das ist eine ziemlich, ziemlich traurige Entwicklung. Also schön wäre, wenn es tatsächlich zutreffen würde, was der Bischof erzählt, dass die Leute weniger, religiöse Fremdkontrolle benötigen in ihrem Leben und dann auch keine Ersatzbefriedigung suchen würden, sondern mitbekommen würden, denken wir einfach selber nach, nicht wahr? Aber wenn es in die Richtung geht, jetzt ist die Kirche abgemeldet, jetzt rennen wir aber denen nach, da ist da keine Verbesserung zu sehen, im Gegenteil. Das ist die normale, traditionelle Kirche das kleinere Übel. Da werden weniger Schäden herbeigeführt, da werden weniger Leute unterdrückt aktuell. Und ja, das sah früher auch mal anders aus, aber mittlerweile. Aber hey, wir sehen nun, die Bischöfe überlegen, wie sie es reformieren können, damit ihnen nicht auch noch die letzten Gläubigen flöten gehen. Jetzt kommen wir zum Ende. Genug vom Themenzettel abgeschwiffen. Jetzt haben wir einen riesen Bogen geschlagen zu allen möglichen Sachen. Eigentlich wollte ich über die Meldung vom Bischof mit euch reden. Aber jetzt hoffe ich, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat zum 1. Januar als Mittagsfernsehen. Und dann gehe ich erstmal was futtern und wir sehen uns dann später wieder, zuerst mit einer Eilmeldung und im Nachgang gibt es dann noch ein kleines Pflückchen. Aber ich werde nicht vor dem späten Abend zu Hause sein, also habt etwas Geduld. Genießt den freien Tag. Ich hoffe, die meisten von euch haben aktuell frei und dann warten wir es mal ab, was so zum 1. Januar noch an Irrsinn berichtet wird. Denn bisher schlafen ja viele noch, das heißt so die richtig neuen Meldungen, die ihr dann sich aufs neue Jahr beziehen, die wird es erst im Laufe des weiteren Tages geben. Da ist jetzt noch nicht ganz so viel passiert. Und jetzt genießt es. Das Wetter könnt ihr nicht genießen, das ist nämlich gar nicht so schön. Aber genießt den freien Tag und lassen wir es einfach auf uns zukommen. Ich hoffe, ihr seid alle gut erstmal soweit reingestartet ins neue Jahr. Deswegen bis dann.